35 Modell .nl. Ich habe den Ingenieur kennengelernt. Da gibt es bereits ein F-35 Modell, das senkrecht starten und dann auch ganz normal fliegen kann. Vorgestellt, wie gesagt, im Zelt Nummer 1 auf der rechten Seite. Bitte anschauen und einen großen Applaus für unsere Ingenieurleistung für die Jungs mit der F-35. Many thanks for the F-35 Vertical Takeoff and Landing Capability. So, Aviation Design. Jetzt gestartet. Eric Ranté von Aviation Design just took off with his Rafale, and it's a model which is in exceedance of this 25 kilograms, so it's flying on a special authority certificate. Ja, die Rafale von Eric Ranté von Aviation Design, die hier mit einer Sonderzulassung fliegt. Ein Modell im Maßstab 1 zu 5. Josef, hast du Daten für das Modell? Ja, wie immer, wenn du das aufrufst, habe ich die auch. 1 zu 5, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, 1 zu 5, mein Gott, so ein Jetmodell, wenn man die Originale, wenn man davor steht, dann denkt man 1 zu 5. Das ist ein ganz schön großes Modellflugzeug und in der Tat ist es das auch. Harald hat es schon gesagt, über 25 Kilo. Die Maschine wiegt 29 Kilo bei einer Länge von 3,20 Meter und einer Spannweite von 2,12 Meter und wird angetrieben von einer PBS-Turbine, einer TJ40. Da müssen wir nochmal hinterfragen, was das genau ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir da von 40 Kilo Schub reden. Ja. Ja, der Bausatz ist voll GFK. Auch alle Ruder, das Übliche, was man heute, was eigentlich mittlerweile Standard ist. Ne? Also so ein hochwertiges Modell und gerade hier von den Franzosen von Aviation Design, da hat man schon eine Basis, um eventuell auch an Meisterschaften teilzunehmen und da Preise abzuräumen. Ja, jetzt schön im Langsamflug zu sehen mit hohem Anstellwinkel. Very nice now in a extreme high angle of attack flight is Eric Ranté from Aviation Design with his Rafale. This model is a scale 1x5, which makes an impressive 3,20 meter length and 2,12 wingspan and a takeoff weight of 29 kilograms. Of course, it's with a certificate. And the kit is full composite sandwich, wings, rudder and canards. The fuselage is with carbon fiber reinforced. Plywood frames already installed and it's coming with a gray paint. It's available for a single or a twin turbine, so that the single turbine should have between 30 and 40 kilograms of thrust, or you take two turbines with 16 to 18 kilograms thrust each. The two Kevlar fuel cells have a capacity of a total 8.5 liters, and of course the landing gear is designed by Aviation Design as well. CNC made in aluminium and scale wheels with brakes. Scale cockpit is included and you even have a LED screen instrument panel. So everything is working like in the full size. The price here in Bad Neuenahr, it's 4,200 euros and that's already including the VAT for the kit. So you get a fairly impressive big model for the price. Ja, nochmal einen dicken Zwischenapplaus für den Erik, für den fantastischen, langsamen Überflug. Ja, und das ist der Vorteil, wenn man Canards hat. Ne? Also diese kleinen Flügelchen links und rechts am Cockpit. So hat man auch bei langsamen Flugfiguren die Maschine immer voll im Griff. Genau, Canards, das sind die kleinen Entenflügel, also Canard. Und die wirken im Langsamflug als zusätzliche Höhenruder und der Strömungsabriss kommt eben dann erst sehr, sehr spät. So, jetzt die Landung. Eric Ranté, dein Applaus. Tolle Show. Mit der Rafale.
Ja, das sind schon Dimensionen. Alleine das Tankvolumen, 8,5 Liter. Da geht schon richtig was durch, wenn man da eine 40-Kilo-Turbine eingebaut hat. Die braucht auch Saft.